Congratulations on your 5th anniversary. It's a real pleasure to be here. Endlich mal Anwender, die das auch machen. Ich finde die Vorstellung von dem neuen Produkt sehr interessant, weil wenn man jetzt schon mit KeyShot 8 ein Problem hat oder eine andere Lösung und man sieht in KeyShot 9, das wird gelöst, dann hat man eine Hoffnung und macht noch weiter Spaß mit dem KeyShot zu schaffen. Klaus and Henrik, this is the 5th anniversary. What do you think so far? Well, it's really amazing the event you have set up and so many people. It's grown quite a lot the last 5 years, so yeah, you've done a great job. I really like it. Thank you very much. Your thoughts? Yeah, no, I think it's amazing. The quality of the people that are coming here is incredible. And 450, 460 people, that's unbelievable. It's amazing. Ich fand es sehr informativ, also ich habe schon einige Fachgespräche führen können, die wirklich mich weitergebracht haben und ja, war echt gut. Also positiv überrascht auf jeden Fall. Die Workshops auch. Also beim Aspen Oxholm habe ich schon mal einen Workshop gemacht und der war richtig cool. Besonders gut gefallen hat mir der Beitrag von Lev Becker. Einfach wie er den Workflow erklärt hat, wie er noch zusätzliche Tools anwendet, das automatisiert hat, sehr beeindruckend. Ich denke, das lohnt sich mal zu schauen, was KeyShot alles machen kann. Welche Befehl, was ich noch nicht wusste vom KeyShot, deswegen ja. Wir sind noch keine KeyShot-User, aber es sieht eigentlich schon so aus, dass es positiv weitergehen könnte in die Richtung, dass wir zukünftig dann auch Nutzer werden. Vor allem auch dieser direkte Kontakt zu den Entwicklern bei Luxeon fand ich sehr gut, dass man da so ein paar Probleme, die man mit dem Programm hat, auch anbringen konnte. Ja, die 5. KeyShot World dieses Jahr 2019 hier in der Philharmonie in Filderstadt ist ein echtes Highlight im Bereich digitale Realität. Es trifft sich die komplette Community mit über 400 Teilnehmern. Wir stellen Neuigkeiten vor, KeyVR, die neueste Version KeyShot 9. Und wie Sie sehen, ist die Hölle los. Kommen Sie auch das nächste Jahr und seien Sie mit dabei, wenn hier wieder der Bär tanzt. I look forward to see you again in 2020.